So, hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinen Vortrag über Ansible. Wer kennt sich schon mit Ansible aus oder hat schon davon was gehört? Ja, okay. Ihr werdet wahrscheinlich heute nichts Neues erfahren. Oder hoffentlich schon. Dann gehen wir mal fort mit der Agenda. Ich erzähle euch ein bisschen von mir, falls ihr mich noch nicht kennt, manche schon. Und generell über ein bisschen über die Theorie des Konfigurationsmanagements, was sind so die theoretischen Aspekte davon. Dann eine Einführung in Ansible, für die, die Ansible noch nicht kennen. Und dann Beispiele mit Ansible. So. Ich bin ein Security Consultant bei der Firma CSPI, früher Modcom, in Köln. Meine Schwerpunkte sind Automatisierung, Virtualisierung, also Automatisierung in virtualisierten Umgebungen, Load Balancing oder, wie man heutzutage schön sagt, Application Switching und Perl-Programmierung. Heute geht es nicht um Security, sondern um Automatisierung, aber ich werde ein bisschen auf den Aspekt Security auch eingehen, am Beispiel von Ansible. Firma Modcom ist relativ alt, 40 Jahre auf dem Markt, gegründet 1976 in Amerika, 1985 in Deutschland. Damals war der Hauptschwerpunkt Herstellung von Minicomputer für Echtzeitanwendungen, Realtime-Systeme, hauptsächlich Industrie, zum Beispiel NASA Space Shuttle Programm. Die Rechner, die das überwacht haben, waren von Modcom. Dann war auch ein Echtzeitbetriebssystem im Hause entwickelt, was später auch Supercomputerhersteller Cray und Boole in ihren HPCs ausgeliefert haben. Und 1995 hat die Firma einen neuen Schwerpunkt genommen, IT-Sicherheits- und Consulting. Und bis jetzt bleibt es auch so. Ein paar Jahre später wurde die Firma von CSPI gekauft und seit 2005 kennt man uns als CSPI. Aber eigentlich kennen uns unsere Kunden alle unter dem Namen Modcom. So, CSPI, drei Standorte, US, Deutschland, UK. CSPI Deutschland, ungefähr 90 Mitarbeiter. Mit 9 Abteilungen deckt die Firma die ganze IT, die ganzen Gebiete der IT-Sicherheit ab. Eine schöne Möglichkeit in großen Infrastrukturen mit interessanten neuen Technologien zu arbeiten. Also wir suchen auch gute Leute, sprich mich an und das war so ein bisschen. So, was ist Ziel dieses Vortrages? Also das ist kein Vergleich mehreren Konfigurationsmanagementsystemen, die jetzt heutzutage gibt. Man kann sich ellenlang drum diskutieren, welches besser ist. Es wird nur noch auf Ansible eingegangen und ich möchte hier kein Hollywood starten. So, ein theoretisches Basiswissen, was Configurations Management gut und was kann das für Vorteile bringen. Dann Einführung in Ansible. Was sind die besten ersten Steps, die man mit Ansible machen kann, bevor man nicht zwei Bücher gelesen hat darüber. Ich glaube, gibt es nur eins erstmal. So, und praktische Beispiele.
So, warum eigentlich überhaupt Configuration Management? Ist ja eigentlich nicht so direkt klar vielleicht. Man bräuchte eine Konfigurationsänderung auf einem System. Man geht auf ein System, macht die Konfigurationsänderung, fertig. No? 5 Systeme geht man hin, macht die Änderung, fertig. 10 Systeme, naja, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Da baut man im besten Fall ein Skript. Dann kommen vielleicht 20 Systeme oder andere Anforderungen. Dann baut man ein Skript um, benutzt. Also am Ende habe ich das teilweise gesehen, dass man am Ende halt mit einem selbstgeschriebenen Konfigurationsmanagementsystem landet. So. Und Ansible macht das einfach. Einfach anzufangen, einfach zu lernen. Und es sind eigentlich 3 Begriffe, die also ein Konfigurationsmanagementsystem ausmachen. Das muss einfacher sein, Konfigurationsänderungen auszurollen und zu machen. Das muss wiederholbar sein. Das heißt, die gleiche Konfigurationsänderung muss ich auf 10 Systemen ausrollen und das Ergebnis oder das Ziel ist, dass die Systeme halt im gleichen Zustand sich befinden. Unskalierbar, ja, das heißt von einem System auf 10 Systeme. Ne? So. Einfach bedeutet aber auch, dass es zentralisiert und konsolidiert und versioniert ist. Man möchte natürlich wissen, wer die Konfigurationsänderung machen wollte oder gemacht hat, warum und wie war die Konfiguration davor. Das heißt, die Konfigurationen sind irgendwo zentral abgelegt und versioniert, was bei manuellen Angehen nicht der Fall ist oder nicht immer der Fall ist, fast nie der Fall ist. So, wiederholbar, das habe ich schon gesagt, Provisioning, hat jemand nur eine Frage, was Provisioning ist? Ich glaube nicht, also Ausrollen der Konfiguration. So, das heißt, mehrere Maschinen müssen gleich ausgerollt werden, als wie eine Maschine. Oder wenn ich eine Maschine mit der Konfiguration ausrolle und die nochmal ausrolle, dann möchte ich auch, dass die Konfiguration, dass der Zustand des Systems sich nicht verändert. Aber da gehen wir nochmal später im Detail drauf ein. Skalierbar, ja, eine Maschine oder 100 Maschinen sollen möglich sein. Per Hand nicht immer. So, dann gehen wir zu Ansible. Was sind die Hauptmerkmale von Ansible? Für mich persönlich oder was ich mir so ausgedacht habe. Das ist relativ frisch, das heißt erst 2012 gestartet und die haben auch von den Fehlern gelernt, von anderen Tools und versucht haben, das nicht mehr zu wiederholen, so gut wie die konnten. Es ist einfach, also dank YAML-Syntax ist das, also meine Einschätzung, jeder dritte Unabhängige, der sich weder mit YAML noch mit Ansible auskennt, guckt sich die Skripte an und kann innerhalb einer Stunde die Skripte anpassen. Das heißt, das ist viel einfacher als Bash-Skripte und alle anderen Sprachen. Was auch wichtig ist, was die Einfachheit ausmacht, die Skripte gehen von oben nach unten durch. Das System versucht nicht, kluger zu sein als Sie und geht einfach top to bottom die Skripte durch. Das heißt, ist einfacher zum Debuggen. Man
weiß ganz genau, wo der Fehler liegt und wie man es schnell behebt. Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, was Ansible so populär macht, dass man keinen Agenten braucht. Naja, das ist nicht ganz so. Man bräuchte Python auf dem System, SSH und Python auf dem System. Bei älteren Systemen bräuchte man noch ein Python-Modul, was in der neueren Version von Python schon wohl drin ist. Und da kann man loslegen. Das ist ganz gut, das macht für uns als Consultant macht das Ansible zum Super-Tool für Ad-Hoc-Szenarien, wo man mal auf, beim Kunden ist und halt Ansible entweder auf dem Jump-Host installiert oder auf dem eigenen Rechner, damit man irgendwie noch auf die Systeme kommt und dann man führt die Playbooks auf allen Systemen aus. Natürlich muss der Kunde da zustimmen und wertet halt Informationen. Dann kann man direkt sagen, aha, diese Sicherheitslücken sind drin. Die Konfiguration könnte man eventuell verbessern. Das geht ganz schnell. Das ist wie PSSH. Aber da gehen wir gleich nochmal ein mit praktischen Beispielen. Zum Beispiel, wie man Ansible als PSSH benutzt. Guckt euch das einfach mal an. Was haben wir hier? Ansible, den Skript, also das, die Executable oder den Python-Skript. Minus i gibt uns Inventory an. Hier benutzen wir eine Inline-Inventory. Das heißt, wir geben keine Datei ein, sondern wir listen einfach die Host, IP-Adressen Host nacheinander. Ganz wichtig, am Ende nicht vergessen Semikolon, damit Ansible weiß, das ist keine Datei, das ist Inline-Inventory. Dann sagen wir, das soll für alle Hosts ausgeführt werden, nämlich für die zwei. So, und ein Modul Command soll dafür benutzt werden mit Argumenten bin_date. Ja, was macht das Befehl? Das führt bin_date auf den zwei Maschinen. Vorausgesetzt natürlich, man kommt da per SSH so hin. So einfach ein Ersatz für PSSH oder eine Ergänzung. So, man kann Ansible natürlich und soll nicht nur aus der Command Line so benutzen, sondern auch ein Playbook schreiben. Ein Playbook ist eine Definition, was Ansible so ausführen soll oder ein Szenario. So sieht ein typischer Playbook aus. Das heißt, das ist ein YAML-Syntax, der fängt dann in der ersten Zeile mit drei Minuszeichen, Kommentar, dann für welche Hosts soll das ausgeführt werden, für alle Hosts, die jetzt in dem Inventory übergeben werden, Remote User soll root sein und dann geht's mit den Tasks los. Jeder Task hat dann einen Namen, eine Beschreibung, die man dann in dem Ablauf sieht und ein Modul, apt zum Beispiel, und die Argumente für das Modul. Jedes Modul hat unterschiedliche Argumente. Die haben das versucht so zu machen, dass alle Module mehr oder weniger gleiche Argumente haben, wie zum Beispiel Name, State. Das ist fast bei allen Modulen oder bei vielen Modulen gleich. So, was macht man hier? Man löscht den Landscape Client. Man sagt ab, Paket namens Landscape Client soll Status oder im Zustand abwesend sein. Und man soll auch die ganzen Config-Files löschen. So, und das Gleiche gilt dann für den Landscape Common. Fragen gibt es noch am Ende, falls
falls ad hoc keine Fragen kommen. So, wie führt man das denn aus? Naja, da gibt es ein separates Befehl, Ansible Playbook. Da gibt man eine Inventory-Datei und das Playbook. Oder man benutzt Inventory Inline. Dann den Komma nicht vergessen. Ansonsten sucht man sehr lange, warum das nicht klappt. So, bezüglich Playbooks. Man kann Playbooks auf unterschiedliche Weise bauen. Man kann mit dem Modul Command arbeiten oder Shell und dann alles in Bash schreiben. Kann man machen, ne? Ich meine, Ansible verbietet das nicht. Hat schon jemand, kennt jemand schon das Wort? Idempotenz? Ja. Super, da haben wir Mathematiker, glaube ich. Hier. So, das ist ein Quote aus der Wikipedia, was Idempotenz ist. Das ist eine mathematische Operation, die bei Anwenden mehrmals den Zustand oder das Ergebnis nicht verändert. Beispiel n mal 1 gleich n. Das heißt, wie oft man das anwendet, Ergebnis bleibt gleich. So, übertragen auf die Playbooks. Man soll die Playbooks so schreiben, dass man ein Playbook mehrmals auf ein System laufen lässt und der Zustand, der gewünschte Zustand des Systems, was man damit erreichen möchte, sich nicht verändert. Ob ich einmal Playbook laufen lasse oder mehrmals. Der Zustand muss gleich sein. Das macht Ansible einem einfach, aber da muss man es richtig machen, muss man die richtigen Module und muss man diesen Gedanken immer im Hinterkopf haben, dass ich eventuell ein Playbook mehrmals laufen lassen kann und ich möchte, dass das Ergebnis gleich bleibt. Dazu haben wir noch Beispiele. So, das ist erstmal aus der Kommandozeile inline, also ohne Playbook, ausgeführt. Wer kann mir sagen, was das Ding macht? Ganz genau. Es wird ein Eintrag in Datei etc/host einfach hinzugefügt. Was für ein Problem gibt's? Nicht idempotent. Ne? 100 Mal ausgeführt, Hostdatei voll. Oder 100 Einträge. So, wie kann man es vielleicht ein bisschen besser machen? Also es gibt ein Modul Line in File. Und da sagen wir Destination Datei Host. Da möchten wir, dass diese Datei da drin ist. Und wenn diese Zeile da drin ist, wenn diese Zeile schon drin ist, wird gar nichts gemacht. Dann sagt Ansible No Change. Okay, alles grün. Das heißt, der wird auch sagen, ob der was verändert hat oder nicht. Bei zum Beispiel Modul Command wird immer was verändert, weil es irgendwas ausgeführt wird und Ansible weiß nicht, was da zurückkommt. So. Wer sieht, ja? Was macht der, wenn ich jetzt los nicht erreicht? Der erstellt die. Da gibt es auch zusätzliche Flags. Ob der erstellen soll, ob der backupen soll. Ja. Wie sieht das aus, wenn bei Space ist man gerade in der Entity Host zum Assist-Admins, die gerne mal irgendwie das ganz gerne einrücken, damit das alles immer schön passt? Super Frage. Ich soll die Fragen wiederholen, ne? Also was machen wir mit White Spaces? Also ich habe hier ein Space. Wenn wir den gleichen Eintrag in der Hostdatei haben, nur mit zwei Spaces, wird Ansible einfach nochmal hinzufügen. Das heißt, das ist auch nicht ideal. Oder wenn wir eine andere IP da drin haben, aus demselben Subnetz, dann wird Ansible
da einfach stumm noch eine Zeile hinzufügen. Es gibt noch ein drittes Beispiel, was besser ist. Ja? Ich antworte mal so generell auf die Frage. Man kann mit Regex arbeiten. Entschuldigung. Was macht man mit den Line-Endings? Man kann mit Regex arbeiten. Da sind, glaube ich, Perl-Regex. Die sind mächtig. Da sind kein Basic oder Extended Regex. Und nächstes Beispiel. Das heißt, das ist hier auch nicht ideal. Wenn anderer Eintrag mehr Whitespace, wobei Whitespace am Ende würde nichts ausmachen, weil macht ein String Match. So, dann machen wir das mit einem Playbook auf alle Hosts, Tasks. So, das ist auch vielleicht nicht ideal, aber es gibt mehr als eine Weise, das zu machen. Wir sorgen dafür, dass Line-and-File-Modul, das in etc-host, wenn diese Regex, die Zeile, auf die diese Regex matcht, sollen wir löschen. Das heißt, wir machen erstmal ein Clean und löschen alle Einträge, die aus diesem Subnetz. Da kann man noch mit Variablen arbeiten. Ist nur ein einfaches Beispiel erstmal. Und dann fügen wir die hinzu. Ja, das mag zwar impotent sein, aber ist das wirklich aus der Praxis so gewünscht, dass man also dann jedes Mal die ETC-Hosts auf diese Weise ändert, wenn man einen drüber holt? Also macht man das in der Praxis wirklich so? Man soll dafür sorgen, dass es idempotent ist. Auf welche Weise man es macht, ist einem überlassen. Es gibt Module, die das schon überprüfen. Man könnte das in eine Zeile reduzieren und noch mit einem Regex hier in der Zeile arbeiten und sagen, wenn da noch zusätzliche Entries gibt, dann sollst du die löschen und nur die eine Zeile behalten, aber das wäre vielleicht viel zu kompliziert, erstmal für den Anfänger. Das Template-Modul wäre doch dafür eigentlich ideal, also dass man die Datei einfach als Template hochlädt und entsprechend inline anpasst. Genau, auf die Templates wollte ich nicht drauf gehen, das wird sonst zu kompliziert. Ja, man kann mit Templates arbeiten, man kann eine Host-Datei als Template ablegen, neben einem Playbook-Projekt und sagen, in diesem Template ersetzt du die Variable mit dem aktuellen Hostname und IP-Adresse. Da gibt es tausend und eine Möglichkeit, nur halt erstmal sehr einfach. So. Ja? Das habe ich ja gesagt. Das ist nicht atomarisch. Ja, das ist. Ganz genau, ja. Das ist kein ideales Beispiel. Habe ich am Anfang gesagt, ja. Das. Ganz genau, ja. Ja, wenn man auch Pakete installiert oder Netzwerk konfiguriert, ist das auch leider so, ja. Das ist abhängig davon, ob man Ansible wirklich als Cronjob oder permanent laufen lassen möchte und wie Puppet, glaube ich, läuft dann ständig und zieht sich von den Servern dann die Konfiguration. Ob man genau das möchte, dann muss man richtig aufpassen, was man verändert. Oder ob man Ansible einmal beim Deployment laufen lässt oder ad hoc mal alle Systeme durchgeht und überprüft, ob da OpenSSL, ich glaube, das ist schon mal ein Schlagwort. So. Was Playbooks angeht, ist, glaube ich, soweit klar. Dann gibt es Facts. Facts sind Eigenschaften eines Systems, also für die, die sich mit anderen Systemen nicht auskennen, oder Eigenschaften eines Systems,
die als Variablen von Ansible geholt werden und die man dann in Playbooks später benutzen kann, um halt zum Beispiel zu sagen, ah, da habe ich ein Beispiel, da sehen wir. Also, es gibt ein Modul Setup, man kann sagen, Ansible Modul Setup und dann kriegt man die ganze Liste Facts oder Eigenschaften des Systems. Darunter ist alles mögliche, Netzwerkkonfiguration, Festplattenkonfiguration, Betriebssystemversion, Python-Version, da ist einiges drin. Zusätzlich, ich habe ja schon mitbekommen, es sind ja Vorgeschrittene hier in der Session. Zusätzlich kann man auch eigene Facts definieren auf dem Host. Die werden dann inkludiert. So. Ein Beispiel dafür. Sollte man vielleicht in der Produktion nicht direkt ausführen. Ich glaube, alle haben schon verstanden, was es tut. Das führt ein Command Shutdown Now, aber nur, wenn das Fact Ansible Distribution CentOS ist und Major Version 6 oder 7 ist. Das ist übrigens auch eine schöne Möglichkeit, um halt Versionsmatching zu machen. Da gibt es auch andere Filter, die dann einem erlauben, nicht mit Regex zu arbeiten, sondern einfach Minor Major Releasen zu matchen. Also auf Gentoo habe ich nicht ausprobiert. Ich glaube, da wird es nicht funktionieren. Entschuldigung, nochmal die Frage wiederholt. Auf Rolling Releases wird das wahrscheinlich was anderes ausgeben. Ja. Ich glaube, zum großen Teil, wofür es benutzt wird, die Playbooks, die man so online auf GitHub findet. Da gibt es Unterscheidungen zwischen CentOS und Ubuntu. Das sind die zwei Hauptplattformen, die in Produktionsbetrieben benutzt werden. Da gibt es zwei unterschiedliche Modulen, bis jetzt immer noch leider für apt und für YAML. Das wird sich hoffentlich später ändern, dass man sagt, Paketmanager X, aber da ist wiederum das Problem, dass die Paketnamen bei diesen Distributionen auch anders sind. Da kommt man nicht drum herum, für jedes Distro ein eigenes Playbook zu schreiben. Oder wenn wir später, wie wir später sehen, eine Rolle. So, man benutzt in diesem Playbook Facts. Davor die Playbooks, die haben keine Facts benutzt. Die kann man auch ausschalten, weil das dauert auch ein bisschen und kostet auch Ressourcen, ein bisschen Zeit. Bei vielen Hosts, weiß ich nicht, 1000 Hosts, ist das schon bemerkbar, wenn man bei jedem Host dann die Facts holt, die gar nicht evaluiert in einem Playbook werden. So, dann sagt man, ach, das ist das Beispiel davor, dann sagt man gather facts, no. Mit Facts, klar. So, da gibt es noch Handlers. Handlers sind Tasks, die definiert werden in dem Playbook, aber die nicht ausgeführt werden, bis irgendein anderes Task die notifiziert. Da gibt es ein Beispiel auch. Das ist schon ein bisschen größeres Beispiel. Wir wollen ja auch hier was Herausforderungen haben. So, da gibt es einen Händler. Wir definieren den. Service namens HTTPD, ja, CentOS, bei Ubuntu
würde es auch wiederum anders heißen. Deshalb gibt es die Unterscheidung. Der soll in einem Zustand restartet sein. Der wird nicht ausgeführt, bis man den hier notifiziert nach dem Deployen des Templates-Datei. Das heißt, das Ganze läuft ab und hier wird erst der Händler aufgerufen. Wenn hier noch eine Zeile drin steht, die auch sagt Restart Apache, dann werden die alle durchgehen und erst am Ende wird Apache einmal gestartet. Das ist einfach schön, dass man nicht denken muss, ach, jetzt muss ich Apache restarten, sondern diese Änderung bedeutet, dass der Webserver danach neu gestartet werden soll oder graceful restartet werden soll. Und da fügt man noch eine und noch eine und noch eine. Und Ansible guckt die sich an und erst zum Schluss startet er einmal neu. Gute Frage. Zeile 12, ich würde sagen. Dann können wir nochmal ausprobieren. Ich würde sagen, Zeile 12. Definition war eine andere, nach allen Notifikationen. Also okay, er muss bis erst bis zum Ende scannen, sonst weiß er ja nicht, ob da nicht nach noch ein Notify kommt. Insofern wird es ganz am Ende schaffen. Also sieht man auch schön, wenn man Ansible ausrollt. Ja, dann zum Schluss. State started, ja, okay, ja. Das wird erst zum Schluss. Stimmt. Der muss ja erstmal das Playbook erstmal durchlaufen, damit er überhaupt weiß, ob dann eventuell noch Notifies kommen. Das ist halt nicht irgendwie so schwer, dass man ensure Apache is running. Ist das nicht. Ist das nicht unnötig, dass man hier nochmal sagt, Apache soll neu gestartet sein und als Startup-Service enabled sein? Ja, man könnte es eigentlich hierhin verschieben. No? Hier machen wir ein Update von Apache oder installieren von Apache. Wenn er nicht da ist, wird er installiert. Wenn er da ist, wird er geupdatet auf die letzte Version. Kann ja sein, dass bei CentOS 5 zu Unterschied zu CentOS 6 oder 7 Apache nicht als Startup-Skript, also on boot eingetragen wird. Wenn das schon sowieso ist, wird es gar nicht ausgeführt. Aber da sagt man explizit, ich möchte, dass es auf jeden Fall gestartet ist und dass es auf jeden Fall on boot gestartet ist. Weil dann manchmal hat man so komische Sachen, naja, okay, in einer anderen Sensor-Version, da installiert man halt einen Apache, aber beim Installieren mit den Hooks wird der Apache nicht als beim Boot eingetragen. Und da hat man schon ein Problem. Kann man auch weglassen. So, das waren die einfachen, ja? Ich würde sagen, der überschreibt das nicht jedes Mal. Der macht der rendert ein Template, macht daraus davon, glaube ich, eine Hash-Summe und vergleicht die Hash-Summe. Der geht hin auf das System, macht die Hash-Summe von der Datei, die da liegt, macht eine Hash-Summe von dem gerenderten Template. Guck. Aber rendern wir das dann jedes Mal? Ja. Es ist nicht aufwendiger, das als das per Hand zu machen. Ich würde so sagen, lasst die Maschinen arbeiten. So.
wenn man ein großes Playbook hat oder wenn man ein Playbook erweitert mit unterschiedlichen Cases, wenn unterschiedliche Distro-Versionen, dann wächst es schon ganz schnell. Da gibt es ein Best-Practice-Szenario, wie man so ein Projekt strukturiert. Das ist nur ein Vorschlag von Ansible. Übrigens, die Doku von Ansible, die ist sehr gut. Da gibt es auch Videos, die kann man einfach mal durchgehen und man hat direkt schon einen Überblick. Und man kann damit wirklich schnell starten. Das ist der Vorteil, den ich bei Ansible sehe. So, ich gehe einfach mal kurz durch. Da hat man zwei Inventory-Dateien zum Beispiel für Stage und für Production. Da rollt man einfach die Änderungen erstmal in Stage, guckt, und dann kann man in Production zwei unterschiedliche Inventories einfach benutzen. Da gibt es noch die Möglichkeit, in Inventories Gruppen zu bilden, zum Beispiel Webserver, zum Beispiel Datenbankserver. So, und diesen Gruppen kann man unterschiedliche Variablen zuweisen über diese Group-Variablen oder Host-Variablen, zum Beispiel Datenbank-Server, Cluster-IP oder Master. Gibt es unterschiedliche Ansätze. Die Ansible-Dokumentation, die beschreibt es ganz gut, was da für Use-Cases gibt. Nur ich wollte das nur erwähnt haben. So, dann gibt es das Master-Playbook, was eigentlich das Projekt deployed oder genau, dass dieses ganze Konstrukt deployed, kann man noch zusätzlich auch ein Playbook nur für Webservers verwenden, was nicht das ganze Projekt benutzt, sondern nur unterschiedliche Roles. So, und jetzt kommen wir zu Roles. Das heißt, jedes Playbook ist eine sozusagen atomarische oder eine kleine Einheit, die bestimmte Arbeit erledigt. Zum Beispiel kann man hier Common Tasks, Firmenpolicy, wir möchten, dass die und die Einträge da sind oder nicht da sind oder diese Pakete installiert sind, TCP-Dump nicht drauf ist, zum Beispiel, oder drauf ist. Die führt man dann für alle Systeme durch. Dann sagt man einfach, das ist eine Common Task und hier kann man Tasks, Handlers, Template-Files, Variablen einfach schön in einem Verzeichnis ablegen. Vor allem ist das schön, wenn man das versioniert hat und dann kann man an unterschiedlichen Dateien arbeiten. Das ist einfacher beim Diffen auch, wenn man die Versionen sich anguckt. Eine Rolle für das Monitoring, die nur die Systeme ins Monitoring hinzufügt. Da kann man auch unterschiedliche Rollen noch hinzufügen. Gibt es dazu noch Fragen? Ansible hat ja kein zentrales Repository gemacht, das in der Praxis für den User arbeitet. Hat man auf einen großen Ansible-User, den dann alle benutzen, oder wie halte ich den ab, wer was gemacht hat? Das ist die Frage. Die Frage war, wie arbeitet man damit, wenn man unterschiedliche Benutzer hat? Wenn unterschiedliche Benutzer das Projekt deployen? Ja, generell, wenn ich ein Operations-Team habe, was halt die Server betreut, geht ja dann nicht nur gegebenenfalls um ein Projekt, sondern ich will ja eigentlich Playbooks für die gesamte Einrichtung haben. Ja. Und da einfach das Management. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es da einfach Playbooks gibt. Wenn man mit einem Shared-Repository arbeitet, dann sind plötzlich Änderungen in Dateien, wo die anderen nicht unbedingt was von wissen. Genau. Jeder arbeitet mit seinem eigenen Repository und versucht das irgendwie dann händisch oder hin und her zu kopieren, bis es auch kurz ist. Genau. Super. Super Beispiel. Viele Leute arbeiten an dem im selben Team, Operations Team, und machen an Playbooks oder an Konfigurationen unterschiedliche Änderungen und man kriegt nicht so viel da mit, was wer macht.
das löst Ansible nicht, ist auch nicht die Aufgabe. Ansible deployt die Konfiguration. Die Konfiguration zu managen, macht man Git. Deshalb war eigentlich die Frage, wie sieht da eure Best Practice aus, eure Erfahrung, wenn ihr solche Umgebungen habt. Wir haben da noch keine Best Practice für uns gefunden und ich wollte da einfach mal eure Erfahrung. Git, branchen, mergen. Gibt es derjenige, der das mit in Garrett zum Beispiel approved, dann ist die Änderung drin, dann lässt man das gegen ein Testsystem laufen und gut. Wenn jemand direkt auf dem Fahrersystem die Sachen ändert, ohne das in Git einzuchecken, auf die Finger. Man kann es auch weiter treiben, wenn Leute bei der Sache mit Git nicht mitmachen, dann kann man auch Ansible-Ausführung komplett abstrahieren, zum Beispiel mit Rundeck, dass man so ein Self-Service-Portal ist. Dann macht man eine Änderung an Playbook, dann schickt man einen Pull-Request, dann jemand acknowledgt das, dann ist es drin, dann geht man an Rundeck und sagt, laufen lassen, der lässt das gegen das Testsystem laufen und man hat überhaupt keinen Einfluss. Funktioniert nicht immer. Also nicht in jedem Team. Dann muss man schon das Prozess so weit bringen, dass alle das mitmachen, dass die Playbooks wirklich schon sehr fein ausgedacht geschrieben sind. Aber das ist eine Möglichkeit. Rundeck. Von Ansible gibt es einen Ansible Tower, kostet Geld. Könnte man mal ausprobieren, gibt es ein Trial. Es gibt ein Tool, was nicht unbedingt dafür gedacht ist, heißt Rundeck. alle aufschreiben. Was man dafür benutzen könnte. Das hat ein Frontend, das kann Befehle ausführen mit Variablen und das hat dann das Rollensystem im Hintergrund, dass man zu unterschiedlichen Befehlen unterschiedliche Rollen zu unterschiedlichen Abteilungen zuweisen kann und darauf kann man dann so ein Self-Service-Portal für Ansible bauen. Ja? Es gibt noch eine Ja, Rundeck ist auch nicht besonders ausgereift, aber ich glaube, das Ansible Tower, habe ich auch so mitbekommen, ist auch läuft nicht immer so wie gewünscht. Wie heißt nochmal das Tool? Go, einfach Go? Go Pipeline, okay. Ich wollte es nochmal wiederholen für die Aufzeichnung. So, da sind wir eigentlich fast durch. Eine kleine Zusammenfassung. Also mein Vorschlag, einfach versucht das mit einfachen Sachen, dass man lernt wirklich sehr schnell das Ding zu benutzen. Wenn man irgendeine Aufgabe regelmäßig tut, versucht mit Ansible, da wird man wirklich reingezogen. Bei Ad-Hoc-Anwendungen mal eben was machen, auf mehreren Hosts ist das perfekt. So, die Ansible-Doku ist wirklich gut. Die YouTube-Videos sind da recht informativ. Das heißt, man lernt in der Kürze der Zeit wirklich viel und kann mit dem System direkt starten. Das macht auch, glaube ich, dass das Tool so beliebt, dass man wirklich schnell zum Ergebnis kommt. So, was ich auch noch vorschlagen kann, liest andere Playbooks. Es gibt genug Playbooks auf GitHub, im Internet, die ja relativ gut oder schlecht geschrieben sind, aber liest die mal, einfach um schnell zu lernen, was möglich ist.
Beispiel, man liest ein Playbook, aha, was bedeutet das, in der Doku nachsehen und so lernt man das auch. In der letzten Zeit werden oft Playbooks einfach auf GitHub gestellt für irgendwelche Bugs, für irgendwelche Vulnerabilities. Das heißt, wenn man, weiß ich nicht, im Internet mal nach Ansible Shellshock sucht, kriegt man schon sehr viele Playbooks, die man mal eben runterladen kann und alle Systeme laufen lassen, um zu gucken, ob die Systeme. Ja? Seid ihr als Security-Consultant? Nein. Nein. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Anwendungsfall. Bitte? Ja, ja. Die Frage war, gibt es ein Playbook oder mir bekanntes Playbook, was System Hardening macht? Nein, leider nicht, aber das steht auf unserer To-Do-Liste. Großenteils machen unsere Kunden das System Hardening selbst, ne? Weil die sollen dann dafür zuständig sein und die haben dann großteils sehr interessante Bash-Skripte. Ist klar. Ja, beim Erstellen der Playbooks denkt an die Idempotenz, dass man das Playbook mehrmals laufen lässt und nicht Playbook durchgelaufen, klappt nicht, Snapshot zurück. Ne? Man soll das schon so im Hinterkopf behalten. Ja, eine Frage? Eine Frage zur Fehlerbehandlung. Also so ein Playbook hat es ja prima, dass es im Deutsch läuft, aber was ist, wenn jetzt irgendwie gerade in der Mitte irgendwie ein Fehler auftritt, gibt es dann auch irgendwie ein Rollback oder die Frage ist, was macht man mit den Fehlern, wenn irgendwo zwischendurch in einem Playbook ein Fehler passiert? By default bricht Playbook ab und läuft nicht mehr weiter. Man kann eine Variable einbauen, dass man sagt, wenn hier etwas nicht läuft, genau in diesem Task, dann geht doch weiter. Ich habe die Variable nicht im Kopf. Rollback gibt es nicht. Das muss man selbst implementieren. Das gibt es out of the box nicht. Wie ist dann die Best Practice? Einfach auf dem Staging ausprobieren und wenn es läuft, dann direkt noch quatschen? Oder? Ja, auf dem Testsystem laufen lassen, läuft und versuchen halt im Hinterkopf zu behalten, welche Szenarien nicht gibt's. Bei vielen Sachen fängt schon Ansible, wie gesagt, ab. Datei nicht da, wird erstellt. Ja? Sind die Schritte gekoppelt untereinander oder wenn ein Aussteller ist, ist er dann zuerst fertig? Die Frage ist, sind die Schritte synchronisiert untereinander oder nicht? Die Playbooks werden parallel auf allen Systemen abgespielt. Es gibt, glaube ich, bei Default 10 Threads und das wird dann in den 10er Gruppen dann abgearbeitet und parallel dann das für jedes System ein Playbook. Habe ich die Frage beantwortet? Nicht synchronisiert, nein. Es gibt wohl durchaus auch einen Parameter, dass wenn ich 10 Webserver habe, dass er nicht alle 10 gleichzeitig verändert, sondern zum Beispiel nur erst 5 Linear-Dateien ja. Gleichzeitig. Also das ist auch möglich. Damit die ja. Sowas erfangen können. Ja, ja. Genau. Wenn man zum Beispiel ein Deployment macht, Seamless Deployment, eins nach dem anderen. Ja. Noch eine Frage? Ach, da gibt es noch mehr Fragen. Ja, Zeit haben wir. Ja, da hinten. Nee, du schon, ja. Hast du Erfahrungen mit dem Nutzen von Ansible auf Endmaschinen, zum Beispiel auf dem Server und dann vielleicht auch weiterführend auf unsere Maschinen, die dann die Frage ist, habe ich Erfahrungen auf Windows-Maschinen oder gibt es da Erfahrungen mit Provisionierung von Client-Maschinen? Ich habe auch mitbekommen, dass in der letzten Version wohl Ansible Windows irgendwie unterstützt. Wir
Wir arbeiten nicht mit Windows. Da habe ich keine Erfahrung. Ja, habe ich auch keine Erfahrung. Ja? Ja. Da haben wir schon eine Diskussion. Könnt ihr euch austauschen. Ja? Es gibt Jump Hosts. No? Dafür gibt es extra Maschinen, die überwacht. Entschuldigung, die Frage nochmal wiederholen. Wie aus Security-Perspektive, wie sieht das aus, wenn man auf alle Systeme einen SSH-Zugang mit sudo oder mit root hat? Die meisten Kunden haben Jump-Host-Systeme. Diese Jump-Host-Systeme werden protokolliert. Da wird alles aufgezeichnet und man das auch gesandboxed. Das ist abhängig davon, welcher Kunde das ist. Die Kunden, die wirklich security-aware sind, da bekommt man so ein Citrix über VNC, über Sandbox. Da kann man natürlich auch kein Ansible installieren. Ja? Ich habe mir das jetzt hier mal so angehört und ich frage mich so am Ende, auch wenn ich den ersten Satz gelesen habe, wo ist der Vorteil? Der Vorteil zu was? Zu dem, was von anderen Projekten immer unterstützt wird, von anderen Konfigurationsmanagement-Tools, genau diese, mehr diese Betriebssysteme unterstützen, seit x Jahren laufen und verlässlich sind. Ich weiß nicht, warum ich wechseln soll, außer dass es jetzt YAML ist und schöner lesbar vielleicht als Ruby oder so. Ganz genau. Diese Diskussion wollte ich nicht starten, warum es besser ist. Ja, von mir aus komplett subjektiv aus deiner Meinung, weil da ist ein Killer-Feature, das hast du sonst nirgendwo oder das ist da und da einfacher für dich oder sonst irgendwas. So eine Sache clientless zu haben, ist für mich persönlich eher ein Nachteil. Ein paar Master-Server zum Beispiel finde ich super. Für das so ein Inventory. Das ist eine persönliche Sache. Ja gut, aber du hast ja gesagt, ihr habt aus Ansible hat aus den Fehlern anderer gelernt. Was ist denn daran besser? Ich sehe es nicht. Ich möchte hier kein Holy War starten. Zum Beispiel. Nee, ich möchte ja wechseln. Ja. Überzeug mich bitte, ich wüsste nicht warum. Ich bin hier nicht, um Ansible zu verkaufen. Nein, aber ne, ja, ich sehe jetzt kein Standalone-Feature irgendwie. Ohne Agenten. Das hat keine zentrale Stelle. Ist das Nachteil ein Argument für mich? Okay, dann mag das vielleicht bei mir persönlich eher. Bei manchen ist es gut, bei den anderen ist das schon alles aufgesetzt, alles läuft und soll auch laufen. Wir haben auch Kunden, die eigenes System geschrieben haben. Schon davor, als noch Puppet und Chef und Ansible gab's, haben die ein eigenes geschrieben. Fahren auch ganz gut damit. Und fragen auch, warum soll ich jetzt wechseln? Das sind nur, aber ich sehe persönlich in Ansible einen großen Vorteil. Einarbeitungszeit ist sehr gering. Wenn ein neuer Kollege kommt, da muss ich mir die ganzen Chef-Puppet-Konfigurationen, da muss ich mich erstmal Ruby reinknallen, ne? Ja, okay, aber das ist schon sehr gut. Ja, genau, nee, klar. Also, da heißt es Ensure und da heißt es anders. Also. Ja. Beim Kunden haben wir alles in TCL. Kann man alles in Lua machen oder weiß ich nicht, Clojure? Da muss derjenige halt das Know-how mitbringen. YAML kann, glaube ich, jeder lernen. Und ja, in der Kürze der Zeit. Eine Stunde. Okay, danke. Ja? Eine Antwort. Also es gibt noch einen Vorteil, dass es halt für Entwickler auch einfach ist sozusagen und man kann versuchen sozusagen die Testproduktionsumgebung genauso zu managen wie die Entwicklungsumgebungen auf den Laptops mit ein paar VMs und so weiter oder auch Docker. Also da kann man mal überlegen, ob das Sinn macht halt pro Projekt, so, sage ich jetzt mal. Da habe ich auch kein Ansible-Buch gelesen.
Also ich meine das jetzt in dem Sinne, dass halt der normale Entwickler, der kennt halt Puppet oder Chef nicht und Ansible hat halt sozusagen eine geringere Einstiegshürde. Das ist vielleicht ein Argument. Also ich will das auch nicht zu stark machen. Ich glaube, diese Diskussion können wir offline machen. Ich habe versucht, das zu vermeiden. Die Diskussion kriege ich immer wieder. Es gibt halt Windows oder Linux, macOS, die Diskussion gibt es immer. Ich habe das schon 10 Jahre gemacht, das funktioniert, ist gut. Soll man auch machen. Wenn man sich noch nicht entschieden hat, soll man es ausprobieren. Das ist mein Vorschlag. Ja? Ja, kurze Frage, was für mich ein Killer-Ding wäre, kann ich Ansible komplett ohne, dass Ansible einen Root-Zugang auf dem System hat, benutzen? Das heißt, ich habe öfter die Situation, dass ich ein Kundensystem habe, was von der Kunden-IT gemanagt ist. Ich habe dann User-Account drauf, eventuell mit bestimmten eingeschränkten User-Root-Rechten, also Sudo-Rechten, und ich betreue da irgendeine Software drauf. Das heißt also, ich bin aber eingeschränkt auf dem System unterwegs. Kann ich da auch Ansible benutzen, um in meinen eingeschränkten Account, Python ist ja meistens drauf, Sachen reinzudeployen? Ja, du kannst Ansible als ganz normalen Benutzer, hast gesehen, Remote-Benutzer, kannst du statt Root einen anderen Benutzer, dann kannst du auch sagen, der soll sudo machen bei den Befehlen, wo er sudo braucht. Und das kann man natürlich durchaus auch machen. Nur halt, du wirst ja immer wieder sehen, dass manche Sachen nicht klappen, dann musst du halt ein bisschen mehr an dem Playbook arbeiten, dass das halt auch den Rechten entspricht. Aber da würdest du zum Beispiel sehen, beim Durchlauf des Playbooks, ach, da haben die Admins mir diese Rechte weggenommen. Und sonst suchst du... Ganz genau. Also für Consulting... Services ist es ganz gut. Man ist ja relativ eingeschränkt, was man auf dem System machen kann. Und statt Skripte, Bash-Skripte, Perl-Skripte zu bauen, nimmt man einfach Ansible und macht die Sachen. Wenn man das nächste Mal beim Kunden ist, lässt man Ansible laufen und man hat direkt gesehen, wurde was verändert wurde. Ja. Ich habe noch eine Frage, wenn die Zeit noch ist. Und zwar vorhin ganz am Anfang habe ich irgendwie gesehen, dass du auch irgendwie direkte Shell-Kommandos übergibst. Jetzt die Frage, gehen wir jetzt eigentlich davon aus, dass diese Shell auch eine Bash ist? Oder es gibt ja auch Systeme, wo das ganz was anderes ist. Ja, das ist by default BinSH. Wenn du das Modul Shell benutzt, ist es by default BinSH. Ich glaube, du kannst es auch abändern. Okay, also das heißt, es ist nicht eine zwingende Voraussetzung, damit Ansible funktioniert oder das Modul Shell funktioniert, dass die Shell dieses Users auch wirklich SH oder Bash sein muss. Das Argument, was du übergibst, muss von der Shell interpretierbar sein, die überhaupt. Das ist halt ein Argument. Guck dir mal die Beschreibung des Moduls. Man soll das Modul Shell so wenig wie möglich benutzen, weil das halt alles Mögliche liefern kann. Das kann Ansible nicht kontrollieren. Deshalb soll man erstmal gucken, gibt es dafür schon ein Modul? Kann ich das ein Modul vielleicht selbst schreiben schnell? Das geht auch relativ einfach. Nicht, dann muss man Last Resort Shell benutzen. So, wir haben noch 3 Minuten. Ich könnte mal versuchen, mal ein ganz kurzes Demo zu zeigen. Das wird wahrscheinlich schief laufen, weil halt Demo, ne? Ich unterbreche dich gerade mal. Jetzt angenommen, du hast jetzt das Ansible-Skript laufen lassen auf 1000 Rechnern. Wie machst du da die Nachbereitung, wenn du solche Sachen hast, wie es ist irgendwie ein Log auf der Host-Datei bei irgendeinem Rechner? Du hast ja jetzt die Ansible-Module. Wie gut ist das, dass du nachher rauskriegst, wenn das Ding gelaufen ist, wo denn was schiefgelaufen ist? Das siehst du direkt, an welcher Stelle es nicht geklappt hat. Du kannst Ansible mit -3V laufen lassen und dann siehst du wirklich den ganzen Output, was genau nicht geklappt, an welcher Stelle und was genau. Ja. Also Ansible ist kein Magic-Ding. Ne? Das macht schon vieles für dich, aber nicht alles. Ja? Aber den Output könnte
Log kann man von Ansible durchlaufen, natürlich in die Textdatei. Ich zeig mal, wie das aussieht. Wie viel haben wir noch? 1-2 Minuten. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen, aber ich probiere es mal. Ja. Also, eine Frage ist noch da. Hier. Ja, was er gerade gesagt hat, wenn man jetzt 1000 Hosts hat und auf 10 hat es nicht geklappt, kann man hinterher sagen, versuch's jetzt nochmal auf denen, wo es nicht funktioniert hat? Ganz genau, super. Super Frage. Dafür legt Ansible so eine Retry-Datei und startet nur ab dem Zeitpunkt. Okay, danke. Mit so vielen Fragen habe ich gar nicht gerechnet. Ja? Viele der Module haben ja quasi so eine Prüfphase und eine Ausführphase. Gibt es auch so eine Art Dry Run, den die meisten Module unterstützen? Also es muss wahrscheinlich jedes Modul unterstützen. Ja. Ansible-C. Der führt natürlich nicht, der versucht das so weit wie möglich auszuführen und sagt, würde er da was verändern oder nicht? Ja, da gibt's eine Testphase, ja. Keine Fragen mehr? Dann sollen wir noch ein Demo machen? Ja? Och. Wir machen mal Folgendes. Ist das sichtbar, was da? Gut. Also was wir gerade gemacht haben, einfach das Modul Ping auf die Inventory ausgeführt. Inventory sind zwei virtuellen Hosts, die ich jetzt gerade hochgefahren habe. Und dann kann man einfach sagen Ansible Playbook Inventory und dann so bekommt man so eine Ausgabe. Host 1 ist, sieht man schlecht, vulnerable. Host 2, not vulnerable. Dann, Moment. So sieht das Playbook aus. Das führt einfach so ein Shell-Skript, wenn er 1 oder 0, das führt ein Shell-Skript aus, registriert das Resultat in der Variable result. Und hier sagt er, wenn Result vulnerable ist oder nicht. Ein ganz einfacher Test. Aber als die Sicherheitslücke rausgekommen ist, alle sind gerannt, die Systeme zu prüfen. Manche durch Nagios, manche händisch, manche haben Skripte gebaut. Das wäre doch so ein Ding, was direkt in 5 Minuten einem aussagen kann, 50 von 200 Systeme sind betroffen. Okay, keine Fragen, dann danke ich euch.